So, wir waren heute bei der Hildegard-Lagrin-Stiftung. Bei mir ist Romeo Franz, der Geschäftsführer dieser Stiftung. Und Romeo ist als auch der erste Sinto im Europäischen Parlament, prinzipiell im Parlament, den es in Deutschland ausgibt. Das ist ja auch schon mal eine große Sensation. Das freut uns auch. Romeo, was ist die Stiftung und was macht ihr hier? Die Hildegard-Lagrin-Stiftung ist die erste Stiftung, die von Sinti und Roma gegründet wurde am 25. Oktober 2012 für Bildung, Teilhabe und Bildung, Teilhabe und Inklusion von in Deutschland lebenden Menschen mit Roma-Hintergrund. Und unsere Stiftung setzt da an Menschen mit Romno-Hintergrund zu unterstützen, mit Stipendien, mit Berufsstipendien, aber auch, um sie zu coachen. Wir haben ein Qualifizierungszentrum für Menschen mit Romno-Hintergrund, bei dem sie professionalisiert werden, wenn sie Vereine gründen wollen oder Vereine haben, damit sie sie professionell führen können. Und das hat einen sehr großen Erfolg auch. Und das, was wir noch haben, wir haben eine Beratungsstelle, eine Bildungs- und Beratungsstelle für Menschen mit Romno-Hintergrund hier in Berlin, bei den Menschen einfach auch gecoacht werden, um ins Berufsleben hineinzukommen. Jetzt bei Menschen mit Roma-Hintergrund ist es ja, also sind viele Belastungen und Hürden auch immer noch da, auch Diskriminierungen nach wie vor. Was heißt denn für euch, auch aus Sicht der Stiftung oder für Menschen mit Roma-Hintergrund, selbstbestimmtes Leben? Was ist das für euch? Selbstbestimmtes Leben heißt auch, eine gleichberechtigte Teilhabe zu haben in unserer Gesellschaft, die uns leider verwehrt wird. Also der Antiziganismus, der latente Rassismus in unserer Gesellschaft, uns gegenüber als Menschen mit Romno-Hintergrund, ist extrem hoch. Und das ist nicht nur so dahergesagt. Wir haben von 2016 eine Studie, die Mitte-Studie, die besagt, dass über 50% der Befragten Sinti und Roma aus Deutschland ausweisen möchten, obwohl wir selbst und meine Familie seit über 600 Jahren in Deutschland lebt, die ein Teil dieses Landes sind und ein Teil dieser Kultur sind, zeigt das, welchen Ressentiments einfach ausgesetzt sind. Und dass es tatsächlich so ist, dass wenn man ein Mensch mit Romno-Hintergrund ist und das auch, und sich nicht verstecken kann, seine Ethnie nicht verstecken kann, man sehr schlechte Möglichkeiten hat, einen gleichberechtigten Zugang zur Bildung, zur Arbeit, zur Wohnung und auch zum Gesundheitswesen zu haben. Was sind jetzt eure zentralen Forderungen an die Partei der Grünen, wenn ich jetzt hier komme, oder auch an die Politik, auch in Berlin? Habt ihr da zentrale Forderungen? Es wäre sehr gut, wenn unsere Partei hier auch nochmal selbst sich reflektiert und sich mit dem Thema Antiziganismus noch einmal auseinandersetzt, rein informell auch. Das ist ganz wichtig, um es auch zu verstehen. Wir müssen tatsächlich gerade hier in Berlin dem institutionellen Rassismus tatsächlich auch den Kampf ansagen, denn diese Problematik herrscht hier auch. Wir haben ja einen Roma-Aktionsplan, bei dem zu einem verschwindend geringen Prozentsatz die betroffenen NGOs selbst mit eingebunden sind. Sie haben kaum Möglichkeiten, hier mitzugestalten. Das muss sich ändern. Wir brauchen die Partei auch dazu, um diese Situation, um dem Antiziganismus aus dieser Tabuisierung zu holen. Das ist ganz wichtig und das hat die Partei der Bündnis 90 der Grünen, diese Möglichkeiten hat sie, tatsächlich hier dieses Thema offen zu zeigen und, wie gesagt, aus dieser Tabuisierung herauszuholen, weil erst dann kann man tatsächlich gegen den Antiziganismus besser vorgehen. Romeo, herzlichen Dank, dass ich da sein durfte für das beeindruckende Danke. Treffen. Noch einen Danke. schönen Tag. Danke. Tschüss.